Aber jetzt mal im Ernst, warum hat eigentlich Rainer Brandt für seine Leistung an der deutschen Sprache noch niemand das Bundesverdienstkreuz verliehen? Also ich finde, diese Frage muss einfach erlaubt sein. Ich möchte euch heute nicht nur diesen Menschen etwas näher bringen, sondern auch noch meine ganz persönliche, wenn auch leider etwas verkorkste Geschichte mit ihm erzählen. Auch wenn ihr ihn vielleicht nicht direkt kennt, dann kennt ihr bestimmt viele seiner legendär gewordenen Sprüche, mit denen er ganze Generationen von Menschen geprägt hat und mich inklusive. Man kann hier schon behaupten, Rainer Brandt hat über die Jahre hinweg den Volksmund ganz gut ernährt. Ich glaub, mich tritt ein Pferd, Tschüssikowski, Merkwürden anstatt Hochwürden, aber auch noch viele, viele unzählige Sprüche mehr gehen auf sein Konto. Rainer Brandt ist nicht nur Dialogbuchautor, sondern auch Schauspieler, Synchronsprecher und Synchronregisseur. Er ist auch derjenige, der dem Haut-drauf-Duo der 70er und 80er Jahre Bud Spencer und Terence Hill die witzigen Sprüche in den Mund gelegt hat. Er schrieb die deutschen Dialogbücher für zahllose Filme und viele dieser Streifen, die waren im Original lange nicht so lustig wie in der deutschen Sprache. Tja, und das ist einzig und alleine Rainer Brandt zu verdanken. Die Liste seines Schaffens, die ist unendlich lang und ich muss hier einfach aus Zeitgründen subjektiv vorgehen und möchte euch daher nur meine ganz persönlichen Lieblingsarbeiten zeigen, auch wenn da eine Menge anderes auf der Strecke bleibt. Allen voran mein Liebling MASH, die erste Dramedy, also Comedy- und Dramaserie überhaupt im Fernsehen. Hier entfernte Rainer Brandt nicht nur die Lachschleifen des Originals, er haute auch am laufenden Band Sprüche raus. Nochmal so ein Spruch und deine Zahnbürste greift morgen ins Leere. Ja. Die britische Serie Die Zwei im Original The Persuaders mit Tony Curtis und Roger Moore war nicht Brandts erste Arbeit, aber sie machte das Schnodderdeutsch, wie er diesen Stil selbst mal nannte, noch viel bekannter. Die Dialoge kamen in Deutschland so gut an, dass Rainer Brandt sogar die Drehbücher, also nicht die Dialogbücher, sondern die Drehbücher für die nächste Staffel schreiben sollte, aber leider kam es dann doch nicht dazu. Teilweise wurden in dieser Serie sogar ganze Handlungsstränge über die Synchronisation geändert. Wer es nicht kennt, auf jeden Fall mal reinschauen. Männerwirtschaft. Im Original The Odd Couple. In dem adaptierten Bühnenstück von Neil Simon entfernte Rainer Brandt ebenso die Lachschleifen des Originals und sprach gleich selbst eine der Hauptrollen, nämlich den peniblen Felix Unger, gespielt von Tony Randall. Zusammen mit dem chaotischen Oscar Madison von Jack Klugman dargestellt, bewohnen sie eine Männer-WG und das ist wirklich mal richtig, richtig genial geworden. Wenn man mich nach meinem Lieblingskomiker fragt, dann antworte ich ohne zu überlegen, der Franzose Louis de Funès. Er ist der Sohn spanischer Einwanderer, daher wird er nicht französisch Funès ausgesprochen, sondern spanisch Funès. Unvergessen sind Filme wie Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Die Gendarmen von Saint-Tropez-Reihe. Oder Brust oder Keule. Hier ist Rainer Brandt in absoluter Topform und wer genau hinhört, der erkennt ihn auch. Er spricht nämlich zahlreiche Nebenrollen. Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, Rainer Brandt mal zu treffen und zu interviewen. Also kontaktierte ich ihn und als Aufhänger diente mein Videoblog RetroTV, den ich seit 2009 mit meinem Kollegen Henning Haparath produziere. Auf retro-tv.de gibt es dieses Interview auch im Archiv, aber ich wollte die Geschichte auf jeden Fall auch nochmal für meinen Kanal aufarbeiten. Auf meine erste E-Mail an Rainer Brandt kam dann diese sehr positive Reaktion. Hi there, ruf mich an am 19. Januar für Termin 20.01. in Town. Greets, Rainer Brandt. Tja, das Problem war, dass er zu diesem Zeitpunkt noch dachte, das Interview sei ohne Kamera. Und als ich die Kamera erwähnte, tja, da ließ seine Reaktion nicht lange auf sich warten. Nee, Freunde, so haben wir nicht gewettet. Für wen ist das? Mit Bild? Sowas kostet Geld, Freunde. Oder war das alles geplant? Für nass. Tja, alles für nass. Geil. Ich kam mir irgendwie ein bisschen vor wie in einem Bud Spencer und Terence Hill Rollenspiel. Ich setzte mich hin, schrieb eine herzerwärmende E-Mail, in der ich Rainer Brandt versuchte, für das Interview zu gewinnen. Und dabei meinte ich auch wirklich alles ernst, was ich geschrieben habe. Also es war kein opportunistisches Kalkül oder sowas, sondern es kam wirklich von Herzen. Und seine Antwort, die kam natürlich wie immer prompt. Also eigentlich ist das Thema Interview durch. Ohne Geld keine Leistung. Nun ist Ihre Einbringung so intensiv, dass ich mir was zu überlegen versuche. Lassen Sie uns morgen telefonieren. Boah, was habe ich mich gefreut. Sehr nett von Rainer Brandt, dass er hier Herz zeigt und einem kleinen Fan wie mir doch noch eine Chance gibt. Wir telefonierten und der Deal war schlussendlich, dass er das Drehmaterial kriegt und Auszüge davon als Teil von einem Showreel nutzen kann.
Ja, das ist natürlich kein Problem. Jetzt geht allerdings der Albtraum los. Vor dem Interview war ich bereits mit dem Kamerateam in Berlin und drehte für die Band Lauterleben einen kleinen PR-Film. Mit dabei war der wunderbare Kameramann Adnan Katib und der nicht minder wunderbare Marius Kurek war für den Ton zuständig. Tolle Jungs! Tja, der Dreh lief gut, etwas zu gut, denn abends feierten wir und feierten wir und feierten wir. Verdammt. Oh, das macht aber immer so einen Spaß. Ich verdrängte irgendwie, dass das für mich persönlich wahrscheinlich größte Interview ansteht und dachte immer, ach, so voll bist du nicht, alles cool mit morgen. Ja, da habe ich mich getäuscht. Ich bin mit einer ganzen Armee von Katern aufgewacht und habe obendrein auch noch ordentlich verpennt und so kam es, dass wir zu spät waren. Ich versuchte Rainer Brandt natürlich zu besänftigen, aber es war schwer. Er war stinksauer, es kamen SMS im Sekundentakt. In 5 Minuten bin ich weg. Oder was fällt euch eigentlich ein? Als wir endlich in Kleinmachnow in Brandenburg angekommen sind, da sprang ich aus dem Auto und lief, als ginge es um mein Leben, in das zweistöckige Gebäude. Die Tür stand offen und ich hörte einen Menschen auf Französisch telefonieren. Offenbar Rainer Brandt. Nicht nur mein Kater machte mir in dem Moment höllisch zu schaffen, sondern auch, dass ich gleich auf einen Menschen treffe, den ich wirklich sehr bewundere und ich es irgendwie mal wieder hinbekommen habe, die eigentlich schöne Ausgangslage in eine völlige Katastrophe zu verwandeln. Ich stand vor der Tür und wartete, bis er zu Ende telefoniert hat. Tja, und für die Begrüßung war keine Zeit. Rainer Brandt beugte sich sofort über mich und ich, ohnehin schon kleiner Mensch, wurde noch kleiner. Wo bleibt ihr Arschlöcher? Halte es mir entgegen. Ich versuchte, mich so gut wie möglich zu entschuldigen, denn immerhin bin ich in meinem Freundeskreis als oberpenibler Pünktlichkeitsminister bekannt. Ich war unpünktlich, Sie sind zu Recht ein bisschen böse auf mich, dass Sie mich in aller Form entschuldigen. Kein Problem. Ich fühlte mich richtig beschissen und dazu kam noch, dass mir aufgrund der Gesamtsituation mein Sprachfehler auch noch mächtig zu schaffen machte. Und natürlich macht mir auch Rainer Brandt zu schaffen. Bekanntermaßen war er durch die Umstände ja nicht gerade in Partystimmung und das hatte dann auch zur Folge, dass seine Zündschnur an diesem Tag, ja, man könnte sagen, nicht besonders lang war. Soll ich dir reden oder willst du? Entschuldigung, ich wollte nur... Das Interview war auch keine Sternstunde von mir, das muss ich zugeben. Aber immerhin war Rainer Brandt am Ende wieder etwas versöhnlicher. Es gibt also kluge Leute, den Art Directors Club, und die haben herausgefunden, durch wen weiß ich nicht, dass die Sprache der Deutschen und die Art der Deutschen sich verändert hat durch diese Sprache. Und das ist der Grund, warum ich Ehrenmitglied vom Art Directors Club geworden bin, auch nach Helmut Newton und nach Loriot und so weiter. Und ich erzähle es nicht wegen des Preises, wegen der Auszeichnung, sondern was das bewirkt hat, das Ganze, angeblich. Und ich weiß nur, dass es zwei Leute haben ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Und weiß ich nicht darüber. Ansonsten habe ich versucht... Ich versuche immer, die Leute lachen zu machen. Im zweiten Teil dieses Videos gibt es das Interview zu sehen. Es ist doch etwas länger geworden als die Version auf www.retro-tv.de und es ist erstmals in HD zu bewundern. Lauscht Rainer Brandts wunderbaren Geschichten und hört zum Beispiel, wie er sich 1957 als 21-jähriger Studioangestellter mit Weltstar Marlon Brando, der gerade den Film Die jungen Löwen in Berlin drehte, aus dem Studio schlich und mit ihm schnurstracks in die damals berühmt-berüchtigte Kneipe eines gewissen Nuttenkarl ging. Natürlich hat niemand geglaubt, dass das der echte Marlon Brando ist. Ja, es gibt wahrlich nicht mehr viele unter uns, die solche Storys raushauen können. Da fuhr er nun davon, der große Rainer Brandt, allerdings nicht ohne sich vorher noch für seinen Smart zu entschuldigen. Ist viel besser im Stadtverkehr. Nur für den Fall, dass ich denke, der große Rainer Brandt kann sich kein größeres Auto leisten.